An der A61 kontrollieren Stefan Trapp und Jelle Ackermann von der Verkehrsdirektion Mainz einen LKW. Das Problem, er ist zu hoch. Und das, obwohl der Fahrer mehrmals versuchte, den Auflieger abzusenken. Das ist jetzt nicht gerade untypisch, dass ein Fahrer kommt, sagt, nachdem er zu hoch war, könntest du vielleicht noch mal nachmessen, indem er sich gerade im Moment mit seinem Fahrzeug nicht im Fahrniveau befindet, weil das Fahrzeug dann die Luft quasi rausgepumpt hat und dadurch weiter nach unten ist. Ich denke schon, dass das auch von dem einen oder anderen Fahrer so gewollt ist, dass er das genau weiß. Nur wenn sich dann das Fahrzeug wieder im Fahrniveau befindet, pumpt sich halt alles wieder auf und das Fahrzeug geht wieder nach oben. Das ist jetzt nicht, kommt nicht so selten vor, dass denn mit diesen Tricks da versucht wird zu arbeiten. Aber ich denke, dass es in den allermeisten Fällen nicht klappt. Okay. I filled out the documents. Yes. You have to read and sign. Yes. And you have to pay 85 euros. Yes. Okay, yes. Do you have a credit card or something? Yeah, no problem. Okay, bring it to the bus with me. Yeah. And we will do it, okay? Okay, so what I can leave from here? No. With the axle, if I put them down from here? Yeah, but it must be under 4 meters. When you go to the driving level and it takes up. Maybe if I put the load on the trailer. You won't come down 10 centimeters or something like that. Okay. So I think we have to come another truck or something like this. You called your boss already? Yeah, I called. Okay. He seems strange to him because I told you these trailers go to Holland. Yeah. And there, if you have more than 4 meters, they put you the barrier. I don't know how it's possible. I don't know. Okay, and then come to our bus, okay? Der Mann darf nicht weiterfahren und er muss 85 Euro Sicherheitsleistung bezahlen. Auch der Spedition droht eine Strafe. Also man hat den Verstoß des Fahrers, in dem Falle den Höhenverstoß. Und wenn der in dem Falle jetzt über 4,10 Meter netto vorliegt, dann kann man eine Vermögensabschöpfung einregen oder eine Einziehung einregen bei der Bußgeldstelle, die dann versucht, als Strafe von dem Unternehmen, weil es quasi ein Fahrzeug eingesetzt hat, was es nicht hätte einsetzen dürfen für diesen Transport. Und das Unternehmen hat dadurch einen Vorteil ja gegenüber anderen Unternehmen, die vielleicht rechtmäßig gehandelt hätten. Da versucht man dann den Gewinn abzuschöpfen, den dieses Unternehmen mit diesem Transport hätte erzielen können. Ja. Und das ist halt Sinn und Zweck des Ganzen. Auch wenn der jetzt in dem Falle tatsächlich leer war, auch das funktioniert. So. When there has come another car or something like this, yeah, yes. You have to call us. We will come here, check the high again, and if it's okay, you can go. So okay. When another car yes, or something, here, I have to call you. Yes, yes, yes. I will give you a number. Okay, you can call there, and we have to check the high again. Okay, and if it's okay, you can go. Or, you both can go. Or if there's another possibility to put it down, you can also call. But it must be by remote control, but you told me that I'm not allowed to drive like that. Yeah, when you are over 4 meters, it's not allowed, right? Yes, but if I put it down by remote control, mm-hmm. It was 4 meters. Yeah, but when you start driving, it puts... No, he stay like that. Yeah. I drive with him low, because he is by remote control. Okay. And he will stay like that. Did if you want, we can check. Yes, if you can check it. You can come with me in the trailer and yeah, you can. In the truck and you can see that. Yeah, you can do it again, you can try it. Yes. But first bring me the documents of the trailer, okay? And okay. when you can try it, okay? Okay. Ich weiß ja nicht, was er eben probiert hat. Aber er sagt, dass er das so einstellen kann, dass er auf dem Fahrniveau mit 4 Meter bleibt, auch wenn er losfährt. Eben hat er ja irgendwas ausprobiert, was nicht so ganz funktioniert hat, glaube ich, oder? Ja, eben hat er das Fahrniveau einfach ausgeschaltet gehabt. Und dann hat er es wieder eingeschaltet, dann war er wieder bei 4,10 Meter. Er sagt, er kann da jetzt noch technisch was einstellen oder wie auch immer. Er probiert noch mal was. Schauen wir mal. Die Chance geben wir ihm natürlich. Wenn er das schafft,
dann kann er natürlich auch hier sofort weiterfahren. Ja. Dann müsste er zumindest mal hier zwei Runden auf dem Parkplatz drehen, dass ich während der Fahrt die ganze Luft wieder rein. Ja, das können wir ihm, dann kannst du mir nochmal sagen. Ja. Okay, but now you drive two rounds here. Yeah, right. And then I check again. Dem Fahrer ist es gelungen, den Auflieger um weitere Zentimeter abzusenken. Sein Trick? Er entfernte die Schutzabdeckung der Reifen und hatte dadurch noch mehr Spielraum nach unten. Da freuen sich die Reifen. Hä? Da freuen sich die Reifen. Und? Okay. I think I can go. Mhm. Hat er alle Papiere schon? Nee, kriegt er jetzt. You need to do another document, or? Yeah, you get your. No, you will get your document back. Okay. I won't give you the document about the not driving. Okay? But you can drive. Okay? You don't need it. I will shredder it. You broke it. Like this. So, okay. Thank you. Bye. Bye. Er hat es doch noch hingekriegt, technisch, dass er die Höhe von 4 Meter einhält. Dann kann er auch fahren. Trotzdem war er zu hoch, als wir ihn angetroffen haben. Und dafür hat er bezahlen müssen. Auch für Jelle Ackermann und Stefan Trapp geht es zurück auf die A61.